Ich bin die Woche mit dem Mann, der extrem gefragt ist, natürlich auch bei den Journalisten, das vor allem, weil der Siegestreffer geschossen gegen Xamax. Der David Degen, Dave, momentan Zeitungen, Fernsehkollegen von uns, die Interview machen, mit der, wie gehst du mit dieser Situation um, plötzlich so gefragt sein? Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist immer so. Es gibt Hoch und Tiefs. Und, leider ist es so, dass meistens die, die das Goal machen, noch im Fokus stehen. Was ich eigentlich nicht so der Freund bin davon, weil es braucht 11 Leute und der den Pass gibt, ist gerade so wichtig. Und gleich muss man natürlich eben herstehen. Alles verweigern kannst du ja dann gleich nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber gerade in so einem Moment, in meiner Situation, würde ich mich eigentlich lieber gerne zurückziehen. Aber das heisst sogar, ich mache einen Boykott. Aber ich stelle mir jetzt die Frage. Lies die Zeitung und schaust Fernsehbeiträge überhaupt? Eben, wenn du vielleicht mal nichts sagst, was heisst, ja, der Degen macht einen Boykott mit den Medien? Nein, ich lese die meisten Zeitungen gar nicht mehr. Das habe ich mir abgewöhnt. Aus dem Prinzip, dass ich einfach sage, es ist schwierig, über jemanden zu schreiben, wo 22 Leute auf dem Feld rumjoggeln, auf Deutsch gesagt. Und es ist schwierig, von einem Journalisten, der über deine Leistung beurteilen will, der selber meistens noch nie selber auf dem Feld gestanden ist und das wirklich nicht beurteilen kann. Weil wenn es wirklich nicht beurteilen kann, müsste sicher etwa, sagen wir mal, für zwei Spieler auf dem Feld müssen wir einen Journalist haben, der etwas von Fußball versteht. Weil sonst ist natürlich noch der Trainer gibt taktische Vorgaben. Die muss man erfüllen auf dem Feld. Und das weiss der Trainer und das weiss die Mannschaft, aber das wissen die Journalisten und das wissen die Zuschauer nicht. Und das ist eben das grosse Problem. Meistens ist es so, dass dann eben gerade, wenn du eine taktische Vorgabe musst erfüllen musst, dass du dann nicht auffallst und dann sagen die Leute, ja gut, was ist mit dem los, man spielt nicht gut, aber eben, das ist jetzt nur mal einfach schon schnell ein bisschen ausgeholt. Du hast selber auch gesagt in den Medien, natürlich bist du nicht zufrieden, wie es bis jetzt ist gelaufen bei IB, bist du auch nicht zufrieden, was deine Performance, deine Leistung anbetrifft? Ja natürlich, das habe ich immer gesagt. Ich habe noch kein Spiel so abgeliefert, wenn ich mir das vorstelle im IB-Dress. Es ist nicht einfach für mich, es ist eine schwierige Situation, aber ich probiere tagtäglich das Beste zu machen und dort anzukommen, wo ich wieder anwählen kann. Ich probiere, wenn ich aufs Feld komme, dass ich Akzente setzen kann wie gegen Xamax, aber es ist nicht immer einfach. Wie findest du, oder wo findest du halt in so einer Zeit, die nicht einfach ist? Für die Brüder läuft es auch nicht einfach, mehr oder weniger durchverletzt. Geben dir dann gegenseitig halt, oder wo findest du halt, wo findest du Kraft für die schwierige Zeit für dich? Das ist eine schwierige Frage. Sicher an mich selber. Ich glaube, die grösste Mut ist, wenn man an sich selber glauben kann. Und sonst ist klar, ich telefoniere natürlich sehr viel mit meinem Bruder, aber ich habe noch zwei, drei andere Sachen im Fußball, die ich mir aufbauen bin. Die geben mir sicher noch das eine oder andere Spass. Aber mein Spass, den ich eigentlich will, ist wieder richtig auf dem Fußballfeld. Und der kommt natürlich nur, wenn ich regelmäßig spiele und vor allem meine Goal und meine Assists mache. Und für das bin ich echt da. Aber es braucht jetzt noch seine Zeit. Und ich muss Geduld haben. Und ich arbeite tagtäglich daran, dass der Trainer nicht mehr um mich herumkommt. Gegen Xamax, es war nicht zum ersten Mal, wo man arge Rücklage gelegen. Braucht er ein bisschen Kick? Bei den Playoffs beim HC Davos sagt man, die spielen erst dann richtig gut, wenn sie das Messer im Hals haben. Bei euch ist es ein bisschen gleich. Zuerst einmal, wir haben eine hervorragende Bank, wir haben ein hervorragendes Kader, wir haben eine hervorragende Offensive. Meiner Meinung nach die beste Offensive der Liga. Und ich sage einfach, das spricht natürlich für uns, dass wir so ein Spiel kehren können. Das ist natürlich, da merkt man, dass das Kollektiv intakt ist, dass die Mannschaft intakt ist, dass jeder für den anderen geht. Und dass wenn mal 11 andere spielen oder 5 andere, dass die anderen für die anderen einspringen können. Das ist natürlich das Zeichen der Mannschaft aus. Und so gewinnst du Titel und so bist du erfolgreich. Es ist natürlich klar, dass wir jetzt auch wieder Xamax ein Spiel gedreht haben, das nicht einfach ist, wenn man in der Halbzeit 2-0 in Rückstand ist. Aber eben, erstens spricht es für uns Kollektiv und zweitens muss ich aber auch sagen, wir müssen schauen, dass wir natürlich nicht immer so spielen. So aber auch immer geht es ja nicht gut. He? Das ist ja so. Das ist klar. Aber gerade jetzt, gerade so, jetzt sage ich halt, wir haben das Glück, dass wir jetzt so Leute haben. Dass wir halt auch auf die Bank gut besetzt sind, dass die spielen, gut sind und dass wir ein gutes Kollektiv haben und dass jeder für den anderen geht. Und das spricht eben für die Mannschaft und darum haben wir auch den nötigen Erfolg. Aber eben, ich wünsche mir es natürlich auch. Es ist auch besser, wenn man natürlich nicht zweimal in der Halbzeit in den Rückstand ist, weil es gibt einmal ein Match, wo man den nicht kehren kann. Und das wäre fatal, jetzt vor allem gerade in dieser Endphase, wo wir um beide Titel noch spielen können. Das Kollektiv das wird unterstrichen und das sieht man im Training, dass da eine Mannschaft eine Einheit ist und auch Spass hat bei der Arbeit. Schauen wir auf das nächste Wochenende, schauen wir auf ein GC-Match. Die sind nicht mehr so stark, wie sie Ende Vorrunde waren. Die sind arg ins Tief geraten. Was erwartest du für ein Match? Ich sage, es wird kein einfacher Match.
Erstens spielen wir wieder auf Rasen, was eigentlich für euch nicht das Problem ist. Aber es ist GC, weil gerade sie ein paar Verletzte, Richie Cabanas wieder gesperrt. Und dann kommen noch andere, die in die Rolle können schlüpfen können. Und die wollen natürlich etwas zeigen. Und sie haben jetzt ein paar Spiele, sind sie nicht erfolgreich gewesen. Ich glaube, sieben Match vorher, nicht kein Sieg. Und das ist natürlich immer so. So Mannschaften sind gefährlich, auch wenn nicht gerade die Top-Sätze gespielt und sie viel verletzt haben, müssen wir aufpassen. Und ich glaube, wenn wir das Auswärtsspiel noch mal gewinnen können, GC, dann sehen sie sehr gut aus, weil dann haben wir Xamax GC daheim und dann natürlich noch Basel dazwischen im Cup-Halbfinale. Und dann denke ich mal, dann sind wir auf der richtigen Spur, für einen Titel sicher zu holen, wenn nicht beide. Wir drücken den Daumen, dass du auf der richtigen Spur bist. Entweder gegen GC oder ein bisschen später die Chance, die wir kommen, dass du ihn nicht packen willst. Merci, Dave Degen. Merci vielmals. Die nächste Prüfung für IB und das Team von Vladimir Pekovic wartet also gegen GC im letzten Grund. Samstagabend, 4:45 ist Abpfiff. Hier sind die Informationen zum Extrazug und für die, die schauen wollen. Ich wünsche euch einen spannenden und guten Match und allen anderen schöne Ostern.